Ich hab's wieder getan. Ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Ich war letztens wieder online shoppen und ihr kennt mich, das endet nie gut. Ich habe nämlich die letzte Zeit mehrmals meinen Kleiderschrank komplett ausgemistet und Sachen aussortiert und gespendet und weggebracht. Und kennt ihr das, wenn man sich dann so denkt, jetzt habe ich wieder Platz in meinem Kleiderschrank. Das heißt, es müssen wieder neue Klamotten her. Wie ich diese Logik liebe. Ja, auf jeden Fall war ich dann auf Forever 21 unterwegs und bin ein bisschen ausgeartet. Ich werde euch jetzt die Sachen zeigen, die ich bestellt habe. Ich werde aber nicht alles davon behalten. Bei einigen Sachen bin ich mir noch nicht so sicher. Ihr könnt gerne mit in den Kommentaren so entscheiden, was ihr an meiner Stelle zurückgeben würdet und was ihr behalten würdet. Und ja, let's go. Mein erstes Teil ist diese khakifarbene Stoffhose. Ich liebe ja zurzeit solche Hosen, auch wenn viele immer meinen, die sehen aus wie Schlafanzughosen, aber gemütlich sein ist immer gut. Ich hätte mir gewünscht, dass sie nach unten hin ein bisschen enger wird, deswegen wird sie nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann habe ich mir diese Boyfriend-Jeans hier gekauft mit den Löchern vorne. Bei mir tragen Boyfriend-Jeans eigentlich im Extrem auf, weil sie an den Hüften immer eng sitzen, obwohl sie eigentlich locker sitzen sollten. Dann habe ich mir noch diese Shorts gekauft in so einem helleren Jeansstoff, auch mit Löchern und so. Die werde ich wahrscheinlich behalten. Dann ein Kleid, was ich mit Sicherheit zurückschicken werde. Und zwar ist dieses weiße Kleid mit den Schnürungen vorne. Und an dem Model sah es so gut aus. Und bei mir sieht es einfach aus wie so ein Nachthemd. Also es hat gar keine Form drin, ist viel zu groß auch für mich. Und irgendwie sitzt es gar nicht. Es hat solche Trompetenärmel. Ich habe es mir eigentlich voll schön vorgestellt, so im Sommer, wenn man braun ist. Aber nein. Übrigens geht es für mich bald ins Warme, deswegen habe ich unter anderem auch eingekauft. Kennt ihr das, wenn irgendwas Neues ansteht und ihr euch dann so denkt, jetzt brauche ich neue Klamotten. Dann habe ich mir dieses T-Shirt-Kleid bestellt mit den schwarzen Streifen und das ist leider auch nicht so, wie ich es haben wollte. Ich suche schon richtig lange ein T-Shirt-Kleid, was nicht zu sehr aussieht wie so ein Sack, aber trotzdem halt so einen geraden Schnitt hat. Und das hier ist leider viel zu lang für mich, also Short Girls Problems. Nein, Spaß, aber ja, das ist echt immer ein Problem bei mir mit meinen kleinen Stummelbeinen. Dann habe ich mir dieses Kleid hier bestellt. Das ist so off the shoulder und ich finde das so schön. Irgendwie fand ich das total süß. Es fällt halt sehr gerade, aber ich finde das gar nicht mal so schlimm, weil das Kleid auch nicht zu lang ist und dadurch sieht es auch nicht aus wie so ein Sack oder so. Und weil ich das so hübsch fand, habe ich mir das gleiche auch nochmal in dieser Jeans-Optik hier gekauft. Finde ich sehr süß. Ich habe einfach so extrem viele Kleider, ist mir mal aufgefallen. Ich glaube, wenn ich mal ein Lookbook drehen sollte mit all meinen Kleidern, das wird locker eine halbe Stunde oder so gehen. Dann habe ich mir diese Stoffshorts bestellt. Die sind so high-waisted und fallen sehr locker, haben vorne so ein Band, wo man dann noch so ein Schleifchen schnüren kann. Und die werde ich sicher, denke ich, mal behalten, weil die fand ich irgendwie voll süß. Da habe ich mir so ein richtig schönes Jäckchen gekauft, was so durchsichtig ist und so richtig schöne Stickereien hat und unten dann noch so Fransen. So richtig Coachella-Feeling. Geht's euch genauso? Ihr sitzt so zu Hause in eurem Bett, auf Instagram und einfach eure ganze Timeline voll mit so Coachella-Bildern. Da habe ich mir dieses Crop-Top in dieser Batik-Optik bestellt. Das ist komplett eigentlich rückenfrei, also da sind nur so zwei Schnüre und nochmal unten so ein Band, was man dann hinten so zu einer Schleife schnüren kann. Mal dann gucken, entweder trägt man ein Table-BH drunter oder ein Bikini oder gar kein BH. Dann habe ich mir diese Fake-Leder-Imitat-Hose gekauft in so einem richtig schönen Braun. Und ich war so glücklich bei die, weil sie überraschend gut saß. Ich hatte bei der eigentlich eher Angst, dass sie mir zu eng sein wird. Aber sie saß echt gut und sie sieht so schön aus. Ich kann mir die richtig gut im Sommer so vorstellen. Dann habe ich mir dieses Top hier gekauft. Das ist so ähnlich geschnitten wie bei den Kleidern. Also auch so auf der Shoulder und so flatterig. Ich fand das sehr schön mit diesem Khaki-Ton. Ich liebe ja zurzeit solche Off-the-Shoulder-Tops, weil ich finde irgendwie, dass dieser Teil hier von den Schultern sehr ästhetisch ist. Dann habe ich mir dieses Crop Top gekauft, was ich an sich richtig cool finde, weil es irgendwie so simple ist. Also es hat dieses Ripped Stoff und vorne hat es dann auch so einen Schlitz vorne und an sich gefällt es mir richtig gut, aber irgendwie sitzen manchmal Tops bei mir oberhalb der Brust so komisch, so die liegen da nicht an, sondern die sind da einfach so locker. Dann habe ich mir dieses Crop Top gekauft, was vorne ziemlich schlicht ist, aber dann hinten diese ganzen Schnürungen hat. Finde ich an sich richtig schön, aber irgendwie sitzt es vorne auch nicht so schön, weil es ist so neoprenartiger Stoff und dadurch liegt der irgendwie nicht so schön an. Deswegen
bin ich mir bei dem noch nicht ganz so sicher. Habe ich mir diese rote Shorts hier gekauft. Die ist einfach nur so, ja, also kann man wirklich nicht viel sagen. Die ist einfach nur so flatterig und ja. Ich mag jetzt solche flatterigen Hosen im Sommer sehr gerne, weil dann ist das alles so schön luftig und es klebt nichts. Habe ich mir dieses Kleid hier gekauft, von dem ich auch ein bisschen enttäuscht bin. Das ist in so einem Cremeblau, hat vorne diese Schnürungen und ist halt einfach auch wieder so ein T-Shirt-Kleid, also mit so einem geraden Schnitt. Aber es hätte, glaube ich, ein bisschen halt, glaube ich, kleiner für mich sein müssen. Wenn dieses Kleid vom Ziel her so ähnlich wie das letzte, in so einem richtig schönen Nude-Ton, hat vorne auch diese Schnürungen. Und das sitzt aber eng und es gefällt mir eigentlich auch ausgesprochen gut, nur der Stoff ist dünner, als ich erwartet habe. Also da muss man echt schauen, was man drunter anzieht, dass da nicht so, dass sich da nichts abbildet sozusagen. Aber ansonsten gefällt mir das richtig gut und ich kann mir es auch voll gut vorstellen, wenn ich ein bisschen brauner bin im Sommer. Ja. Und das war es auch schon fast. Ich habe noch ein Accessoire. Und zwar habe ich mir diese Kette hier noch gekauft. Die sind ja total angesagt. Das heißt, ich sehe die auch richtig vielen Bildern. Irgendwie finde ich, hat das total was. Ich wollte es auch einfach mal ausprobieren, deswegen habe ich die auch noch mit dazu bestellt. Und das war es auch schon mit meinem Einkauf. Also ihr seht, es sind echt viele Sachen, die an sich im Einzelnen gar nicht so teuer waren, aber in der Summe natürlich dann wiederum. Schreibt mir auf jeden Fall, was ich eurer Meinung nach zurückschicken sollte, dann überlege ich mir das bei ein paar Teilen nochmal. Übrigens, ihr seht, meine Haare sind wieder ziemlich lang geworden, aber da kommt jetzt auch wieder ein bisschen was ab. Ich weiß noch nicht genau wie viel, aber wenn ihr mir auf meinem Vlogging-Channel folgt, dann habt ihr das wahrscheinlich sogar schon gesehen, weil der Vlog vor diesem Video online kommen wird. Falls ihr es nicht gesehen habt, dann findet ihr hier und in der Infobox einmal den Vlog von meinem Friseurbesuch. Hey, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass euch meine Sachen auch gefallen haben. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt dieses Video. Unter mir findet ihr wieder meine letzten beiden Videos. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Alles ist auch immer in der Infobox verlinkt. Wir sehen uns bald wieder. Bye!